Videospiele kann jeder machen und mit jeder meinen wir wirklich jeder Vollhansel. Deswegen haben der Basti und ich in Kanada eine Spielefirma aufgemacht. Und ich eine hervorragende Spielefirma. Forschmansoft. Die Forschmansoft hat sich in erster Linie derzeit auf Denkspielchen, wie könnte man es anders sagen? Ich meine, ja, wenn einer für Denkspiele und Rugby und so. Das sind auf jeden Fall wir. Und es läuft tatsächlich relativ gut, muss ich sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass in einer meiner zahlreichen Playthroughs die ersten vier Spiele mittlerweile, tatsächlich alle Gewinn abgeworfen haben. Da bin ich sehr positiv überrascht mit unserem Können derzeit. Ich auch. Also jetzt nicht im Sinne von, das ist ja so noch nie passiert. Aber ich find's gut. Also ich hätte mir gerade Schlimmeres vorgestellt. Ja, so. Schön, dass wir wieder da sein dürfen. Richtig. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Das ist auch immer wichtig zu erwähnen, weil ich finde es wirklich schön. Vielleicht ist ja der ein oder andere noch aufs Klo gegangen. Das ist ja in Ordnung. Ja, stimmt. Also ich verstehe, da sind wir ja ganz, ganz flexibel. Das riecht so, was abgeht. Ich habe nochmal ein Update gerade für Skris. Was war das? Stones, Rockets, Crossing, Soll 2 war das, glaube ich. Ja, mindestens. Stones, Rugby... Championship? Denn? Championship. So, sehr gut. Gut, dass du dabei bist. Man weiß schon, warum du Mitgründer dieser Firma bist. Ja. Ich gebe gute Ratschläge. Also, wir sollten aber auf jeden Fall jetzt... Wollen wir einen Nachfolger mal machen? Ja. Schon? Für, einfach mal, um direkt da reinzuhauen. Stone Droids war das nicht so richtig gut. Das lief nicht so richtig gut. Aber jetzt ein Nachfolger zu dem zu machen, ist natürlich Quatsch, weil das gerade erst gekommen ist. Ja. Andererseits, das war noch so zeitnah. Hast du doch direkt einen Monat später schon einen zweiten Teil gehabt, oder? Ja, vielleicht ja, doch. Wollen wir es mal einfach mal probieren, was passiert. Die lassen es einfach so von der... Oder wollen wir das auf Teenager bringen, weil die Leute mitwachsen? Nee, war. Nee, ich weiß nicht, ob in zwei Wochen da die Leute von Kinder zu Teenager... Halt, der Name noch. Der Name ist wichtig. Ach, stimmt, das ist wichtig. Zombie Sports Rugbys. Ja, finde ich gut. Nee, finde ich super. Ja. Wenn man die beiden Spiele nebeneinander stehen hat, dass man da auch richtig schön... Das ist so fies eigentlich. Hey, wir haben noch eine dritte Plattform. Juhu. Ja, ja, guck mal, was wollen wir denn hier? Was haben wir denn da? Naja, das ist alles nichts. Also da kann man ja nichts von gebrauchen eigentlich. Naja, also ich finde 18% ist machen gar nicht wir so aber wenig. Machen wir 5000 mit dem Apple II. Machen ja, aber wir 5000 guck mal, mit dem Spiel. Stimmt. Nur durch den Apple II. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann das nicht. Dir garantieren. Wenn es das schriftlich haben, gib mir einen Stift. Pass auf, ich schreibe dir das auf. Ich lasse es jetzt, weil ich keine Zeit habe. Aber es war metaphorisch dafür, dass ich sehr überzeugt bin davon, dass ich diese Investition... Ich meine, der ist 1977 rausgekommen. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Der ist ja jetzt 3 Jahre alt. Also in echt. Es kann übrigens sein, nee, Zombie Sports Rugby hat auch schon unser... Der hat auch nur 5 Millionen Einheiten verkauft. Oh. Und es gab aber 1000 Spiele für den Apple II. 1000? Ja. Schon ein paar. Auf Kassette und Diskette. Ich glaube, der große Dieb geht gleich dahin. Hat aber die 100.000. Guck mal, also hier unser Championship-Dings da. Hat, und das schon mit dem zweiten Teil, direkt hier. Weiß gar nicht, wie der unser Spiel spielen kann mit nur 4 Kilobyte RAM. Der Apple II 4 Kilobyte. Echt? Das ist ja, da hat er wieder Löffel heute mehr. Wir haben halt sehr gut programmiert, ja. So, hier, Rugby ist kommt. Guck mal, das sieht schon mal sehr gut aus. Ja. Das sieht schon mal exzellent aus. Ey, oh. Da guck mal, wie das hochschnellt. Das könnte ja fast eine 80er-Bewertung werden. Zum Hit. Nee, ich glaube 80 ist ein Hit. Ah, schade, 78. Aber ist ein guter Nachfolger, der innerhalb der gleichen Woche rausgekommen ist, muss man mal sagen. So, guck mal, wollen wir ein Update? Guck mal, wie viel Hype das hat. Nicht schlecht. Also das ist wirklich gut. Sicher, wollen wir nicht einfach was Neues entwickeln? So, da ist der große Dieb raus, hat sich aber gelohnt. Ja, muss man jetzt gerade. Ja? 2000. Aber guck mal, das hat sich jetzt schon rentiert, diese Nachfolgerpolitik. Irgendwann steigen einem die Fenster. Machen wir bitte Pause, weil jetzt, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ja, wir haben dann im Büro, wo 2 Leute sitzen. Ja, stimmt. Und nichts passiert. Das kenne ich nur. Also. Da sitzt aber 6. Wir können natürlich direkt hinterhergehen und sagen, so Nachfolger. Also, weil das lief ja sehr gut eigentlich, ne? Muss man sagen. Also, wir könnten auch. Ja. Nee, lass uns ein neues Spiel entwickeln mit dem gleichen Spielkonzept wie Zombie-Rugby-Dings. Ja. Du kannst ja schon mal über einen Namen nachdenken. Wir bleiben mal auf Teenager. Ja. Rugby und... Wir können auch mal Steine nehmen. Die hatten wir schon, ne? Ja. Dann sind wir bei Zombies so. Rugby und Zombies ist ein Denkspiel mit unserer Engine. Die hat noch keiner gekauft vielleicht übrigens. Vielleicht Rugby-Quest? Rugby-Quest oder... Zombie-Quest? Zombie-Quest-Rugby? Das ist Zombie Quest Rugby. Ja. Zombie Quest
Rockbee. Oh, Rockbee. Ja, das also, ist irgendwie geil. Aber dann können wir das so schreiben. Ja. Rockbye. Ja, finde ich gut. Rockbye. Ja, so bleibt's. So, die üblichen Verdächtigen, weil das läuft ja gar nicht schlecht. Ich würde mir auch übrigens sagen, dass sich der Opel 2 hier schon absolut Ich glaube das nicht. Das hast du doch gesehen. Das hat sich mit der ersten Verkauf... Du behauptest das und das ist okay für mich, dass du es behauptest. Guck mal, wir haben auch hier übrigens Fanbriefe. Die Fans hätten sich mehr Funktionen gewünscht. Ja, das könnte ich mal am Arsch lenken. Dann sollen die das nicht kaufen, ne? So muss man da nämlich agieren. So, weg damit. Ach, so gehst du mit deinen Fans um, Max. Naja, nicht mit allen. Nur mit denen, die mir Fanbriefe schreiben. Ich hätte mir im letzten Video mehr Funktionen gewünscht. Nein, ich liebe Funktionen und ich liebe Briefe. Schreib mir bitte Briefe, wo Funktionen drin sind. Nee, guck mal, hier, das muss man sagen. Das hat garantiert auch damit zu tun. Das ist jetzt schon unser erfolgreichstes Spiel. Ist ja auch ein Nachfolger, ne? Allerdings, boah, krass. Das stimmt, das hat den meisten Hype gekriegt. Oh. Ja, komm. Für was? Naja, für das Rockbees. Ach, für Zombie Sports? Ja. Okay. Dann weg damit. Und gibt richtig neue Fans. Wir haben noch gar nicht so beschissene Spiele gemacht, dass wir hier tatsächlich irgendwann verlieren werden? Ja, also dass wir Fans verlieren. Das finde ich sehr gut. So, Kremlins, raus damit. Bleiben wieder unter 80. Ich finde es aber alles, was 70 erreicht, schon okay. Ja, schon okay. Aber Sound ist unser Steckenpferd und Gameplay. Ja, gut. 74, immerhin. So, siehst du, und da geht's nämlich los. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Warum machen wir das denn? Weil wir nur ein Haar eins haben gerade. Obwohl, wir können ja auch mal sagen, wir können mal ein Spiel entwickeln, das mal, was wir jetzt auch direkt mal machen. Was zum Beispiel Geschicklichkeit, das haben wir noch nie gemacht. Und da ist das Unterthema nämlich, Moment. Ach nee, wir können auch gar nicht, ich dachte, wir sind im Unterthema. Doch, ist auch gut, Geschicklichkeit ist nicht gut. Nee, geht doch nicht, da müssen wir... Ach so, jetzt war ich war komplett falsch. So, warte mal, machen wir einfach einen Diebe und einen... Nee, Rugby nicht. Ich kann Rugby nicht mehr. Nee, ich kann auch keinen Rugby mehr. Mann, dann ist es ja ein Zombie-Dieb. Okay, ja. Das ist nämlich. So, jetzt haben wir... Wir haben immer noch keinen Namen dafür. Jetzt können wir aber... Wir haben keinen Namen und das ist jetzt natürlich ein Geschicklichkeitsspiel. Da kommen wir mit unserer Denkspiel-Engine nicht so weit. Ich gucke mal im Buch, was es so für Geschicklichkeitsspielnamen gibt. Gibt es hier eine Engine für Geschicklichkeit? Es gibt eine Engine, die ja, da frage ich Basti gar nicht. So, Engine erwerben. Zack. Also, hier ist es unterteilt nach Actionspiele, ja. Adventures, ja. Rollenspiele, Simulationen, Sportspiele, Strategiespiele, ja. Denkspiele. Das war's. Ich find geil, dass unter Denkspiele auch Windows Entertainment Pack 2. Oh, das große Windows Entertainment Pack. Zombie Party Hangover? Ja. Ja, gut. Das ist mehr so ein humoristisches Spiel. Ja, das ist so, ja klar. Mit Zombies, die sich gegenseitig beklauen und du musst rausfinden, wer es war. Ich habe übrigens eine Engine gekauft. Nee, doch. Eine externe Engine. Ja, wollte ich mal kaufen, weil wir haben keine, die das Ding, und dann dachte ich, bevor wir uns jetzt einen Flop leisten. Verstehe. So, hier wissen wir jetzt gar nichts, ne? Deswegen gehe ich mal so ein bisschen, da kannst du dir mal gerade überlegen, was wollen wir denn? Casual bleibt casual. Casual, aber schon auch mal Spieltiefe. Und Leute haben sich ja mehr Funktionen gewünscht. Ja. So und ein bisschen Story und vielleicht auch ein bisschen Optik. Ja. So, machen wir es jetzt. Perfekt. Wir haben ja immer so ein Lasso. Bisschen Probleme mit dem Sound. Andererseits... Haben wir immer. Ja, stimmt, werden wir immer haben. Weil jetzt haben wir eine Engine. Aber warum? Wir haben doch die gleiche Funktion wie die Engine. Nee, das war... Wir haben eine für Denkspiele und jetzt machen wir ja ein Geschicklichkeitsspiel. Jetzt habe ich eine Engine investiert, ja, doch, du hast recht, das macht total... Weiß man noch nicht. Vielleicht rentiert sich das. Guck mal, haben wir unsere Mille bald wieder da. Das ist die Frage. Wollen wir, wenn wir die Mille haben, weil wir eigentlich bei der Bank gar keine Schulden haben? Wollen Richtig. Wir ins größere Büro umziehen, weil ich glaube, uns fehlt ein zweites Entwicklungslabor. Uns fehlt noch so einiges. Aber erstmal muss Zombie Party Hangover ein bisschen einschlagen. Das sieht aber gar nicht aus. Eigentlich haben wir es in dieser Folge versprochen, das nächste Büro umzuziehen. Das machen wir auch. So, guck mal, was haben wir ein Geschicklichkeitsspiel? Nanko. Aber das ist super, die haben eine große Marktstärke. Wir nehmen Nanko. Ja, komm, Nanko. Das Spiel ist gleich Thema. Gut, wir sind schon ein paar. Mal gucken. Im Grunde ist das Spiel nicht schlecht, aber für eine höhere Bewertung hat es leider nicht gereicht. Aber es wird knapp unter der 70 landen. Jo. Aber das ist okay für unsere erste Art von diesem Spiel. Ja, hast ja recht. Ich hätte mir natürlich gewünscht... Wollen wir noch ein Update entwickeln? Oder wollen wir noch ein... Ach, richtig, ein Update. Wir können mal ein Update entwickeln. Wir hatten noch keins gekriegt. Keins hier. Rugbys. Was geht denn gerade am besten? Oh, warte mal. Oh, hier, Storb. Was geht denn gerade richtig gut noch? Ey, der hat schon 400. Weil Rugby, dann machen wir Rugbys. Das geht, guck mal, das verkauft sich richtig Alter, gut. 457.000. Update, entwickeln, Rugbys. Ich mach mal alles. Ich setz mal voll drauf.
wo es Quatsch, 6000er zu investieren. Nee, das macht wirklich keinen Sinn. Sicherheitsupdate brauchen wir nicht. Neue Levels. Ja, hier gucken wir Sound. Grafik brauchen wir nicht. Grafik sind wir richtig Grafik gut. Grafik brauchen wir nicht. Neue Objekte raus und neue Grafik raus. So, das ist okay. Okay, so. Dann gibt das nämlich da mal einen richtig hinterher. Und dann gucken wir mal, was so ein Hangover. Jetzt sind wir schon über den Millionen. Wir sollten auf jeden Fall umziehen. Das sollten wir jetzt möglichst gleich machen. Wir haben zu wenig Platz, um richtig coole Sachen zu machen. Wir lassen mal hier das Ding, weil eigentlich brauchen wir. Guck mal bitte bei den Leuten, ob wir Leute haben, die wir einstellen können, die richtig gut sind. Da haben wir vielleicht manchmal Glück. Ja, richtig gut ist noch keiner, aber 31. Wir müssen ja sowieso gleich. Dann machen wir das gleich alles im neuen Büro. Wir warten noch, bis das Ding hier fertig ist. Ja. Hau doch noch ein Update hinterher für. Zombie Quest. Nee, was für. Hangover gleich? Oder Rugby? Nee, Rugby eigentlich, ne? Ja. Also wichtig finde ich hier da, das müssen wir und das sollten wir machen. Und Sound auf jeden Fall. Und Bugfixing und noch einmal Sound dabei. Ja, ich das gut. Ist doch super. Sehr schön, dann hinterher. Ich glaube, da das könnte schwierig. Was machst du denn da? Stellt sich in den Mülleimer. Ja, aber guck mal, das kriegt das auch wieder rein. Alter, fast eine Million mit Zombie Sports Rugbys. Und jetzt haben wir nochmal die Verkäufe richtig angekurbelt mit dem Update. Und jetzt müssen wir erstmal, wir können erstmal umziehen. Erstmal umziehen und dann nehmen wir einen Kredit, würde ich sagen. Ja. 800.000 gleich, oder? 800.000? Oh, Doch. Oh, Bassi, da können uns das Genick brechen, aber gut. Nein, wir haben noch 3 Mille, die wir von der Bank abheben können. Ja, das stimmt. Dann heben wir einfach uns 3 Mille von der Bank ab. Mio. Mille ist ja so, oder? Bestimmt. Obwohl, vielleicht kriegen wir es auch so hin. Wir gucken erstmal. Also, jetzt ist die Frage. Wir machen erstmal, würde ich ja 2 Entwicklungsbüros. Eine, die so für Engines und Updates zuständig ist vielleicht. Oder sind wir da gleich zu Fülle für den Start? Finde ich gut. Moment, ist das noch alles aktiviert? Ne, ist nämlich nicht aktiviert. Das ist wirklich eine riesengroße Sauerei. Das ist furchtbar. Ich habe die Entwickler auch angeschrieben bei Twitter. Aber der letzte Post von denen ist irgendwie aus dem Jahre 1617 oder sowas. Also schon ein paar Tage her. Sind wohl, glaube ich, fertig mit dem Spiel. Ne, die haben sie abgesetzt, weil sie so viel Geld damit gemacht haben. Meinst du? Wegen uns auch? Ja, nur wegen uns. So, die Frage ist, so ein Chefbüro eigentlich... Brauchen wir... Ich meine, das geht ja auch alles... Wir brauchen für Lizenzen, Kopierschutz brauchst du es ja, ne? Ja. Ja, komm, dann setzen wir uns mal hier so ein ganz kleines Ding. Lustigerweise, glaube ich, sah das in unserer letzten Aufnahme genauso aus. Ja, weil wir ja auch sehr effektiv sind, was das angeht. Da sind wir... Chefbüro. ...immer gleich... Nah dran am Optimum. Ja, komm, wenn einer durch die Tür reinkommt, soll man nicht gucken, wo wir da gerade auf welchen. Ach, nee, das ist okay, darf gucken. Aber dann sitzt du mit dem Rücken direkt an der Tür. Das ist wirklich der kleinste Raum der Welt, den du da gebaut hast. Ja, warte mal, wenn wir, ich habe da einen Plan, warte mal, wenn wir die Blume, die Lampe nehmen. Nee, das wird nichts. Wenn wir die Blume nehmen, was steht in deiner Ecke überhaupt? Die Heizung. Kein Mensch braucht... Pack die doch kurz raus. Nee, ich möchte ja eine Heizung im Chefbüro haben. Wozu bin ich denn Chef, wenn ich keine Heizung habe? Das ist ein bisschen groß. Ja. So, pass auf. Das wird nichts, Matt. Jetzt geht's gar nicht mehr. Die Pflanze... Nee, was? Was hast du? Mach das denn... Na gut. Was möchtest du denn? Nichts. Die Pflanze muss auf... Ja, pack die da rüber zu den anderen. Aber die Heizung hätte ich schon gerne. Ja, die Heizung kann da bleiben. Und was ist hier? Das war nur, weil da alles voll gesetzt ist. Nein, nicht die Pflanze. Wieso? Die möchte ich weg. Nein, hau weg. Ich war keine Pflanze. Nicht dahin die Pflanze. Hau die weg. Jetzt mach dir ein anderes Büro. Ich denke, die ist doch bezahlt. Die soll gerade hau weg. Ja, weg aus dem Raum. Die ist doch bezahlt. Ah, so, pass auf. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Da. Was soll denn das? Also was? Ich Du machst jetzt den Raum einfach ein bisschen größer. Ja, okay. Du machst den Raum einfach ein bisschen. Ach, guck mal. Da sind 2 Heizungen drin. 2 Heizungen. Alter, sind wir Chef oder was? Und ich würde sagen, wir gönnen es unseren Mitarbeitern. Bulli Schrank weiß, welch Chefbüro. Der das eingerichtet hat. Ja, siehste. So, geht doch. Sehr gut. So, Forschung. Forschung hat festgestellt, das wird ganz wichtig. Wenn wir auf Konsolen gehen, brauchen wir... Wir brauchen auch mehr. Wir müssen ja nicht nur für Konsolen forschen. Richtig. Also eigentlich bräuchte man eine größere Abteilung für die Konsolenforschung. Ja. Man bräuchte eine für... mit mindestens 2 Leuten für die Feature-Entwicklung. Ja, richtig. Und ein Büro, wo einer drin sitzt, der nur Themen erforscht. Aber gehen wir mal, wie viele Leute... Also 2 oder 3 oder was sagst du? 2 Leute für so? Dann können wir hier noch eins hinsetzen. Ja. Oder machen wir ein großes hier? Geht auch. Groben mehr. Nee, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist es wirklich schlau zu sagen, wir machen einzelne so. Weil ich glaube, da kann dann genau einer drin arbeiten. Aber ist ja auch nicht verkehrt. So. Ja, jetzt mal gucken, mal Leute einstellen. Ne? Moment, erstmal, weil ich möchte nicht, wenn ich hasse das, wenn Angestellte direkt immer auf den Gang pinkeln.
Ja, stimmt, das mag ich auch nicht. Das mögen auch die Reinigungskräfte nicht so sehr. Und einen kleinen Aufenthaltsraum, dass man sich da mal, weiß ich nicht, aufhalten kann. Einen kalten Kaffee holen kann oder sowas. So, guck, mit nichts drin. Ja. Da können die Leute merken. Dann machen wir erstmal so, vielleicht. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch in den Räumlichkeiten zum Basteln? Trainingsraum, naja, Aufenthaltsraum. Okay. Trainingsraum macht, glaube ich, erst später so richtig Sinn. Ne? Wenn lass uns aber erstmal noch Personal einstellen, jo, weil das ist ja wichtig. Beziehungsweise müssen wir erstmal gucken, was wir jetzt hier wie und verteilen können. Der ist Game Design. Dann ist der Game Design. Wir sind auf Programmierung und haben richtig Arbeitswillen. Obwohl, warte mal. Programmierung ist ja, ist doch hier wichtig. Nee, nee. Game Design ist da wichtig. Ja. Dann machen wir den auch nochmal dazu. Und Ihmchen hier ist mittlerweile auch so ein Multitalent. Okay. Aber ist da nicht Programmieren wichtig? Wichtiger als? Na gut, mach erstmal einen Stück. Hier? Ja, ich glaube, im Moment können wir es sowieso noch nicht so richtig aus. Und so, Programmierung. Ja. Hast du nicht gesagt, Game Design ist wichtig für die Forschung? Richtig, du hattest das so gerade, hast du gerade wiederholt und dann habe ich dich wiederholt. So, also einmal. Ich wiederhole mich doch nicht. Aber pass auf, dann machen wir das jetzt so. Ja, auf jeden Fall. 12. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, das tut mir wirklich leid. Aber guck mal, den Grafiktypen, den packen wir mit rein in unser... In Arbeitsbüro? In eins der, in der Büros hier. In ja, okay, das heißt, wir nehmen... Warte mal, da können wir nämlich den anderen rausnehmen. Wie ist er hier? Der ist Game Design. Game Design, das heißt, er geht hier hin und der geht dahin. So, dann müssen wir natürlich jetzt direkt mal gucken, wie sieht es denn mit der Forschung aus. Wenn wir Konsolen erforschen wollen, was wir brauchen, ist halt noch ein Chipsatz, Controller und ein Gehäuse. Und es gibt noch kein... Also es ist noch 1 Million, die wir da investieren müssen. Würde ich aber direkt sagen, dann geht es hier direkt weiter. Klick ne? an und mach automatisch Features-Forschung. 250, so, dann haben wir das. Dann können wir hier... Was haben wir denn hier? Sonstiges brauchen wir noch nicht. Genre sollte man schon erforschen eigentlich, ne? So. Komm rein. Und Features gibt es noch nicht? Gut, dann kann der nämlich Themen forschen. Dann kann der an Themen forschen. Und da würde ich jetzt auch einfach... Obwohl, das kostet 10.000 pro... Ist egal, hau rein. Agenten, so. Dann können wir uns aber an der Stelle, glaube ich, schon mal gleich bei der Bank melden. Ja. Immer gleich eine... Will gleich Maximum? Nee, mach mal da, genau. Ja, doch, das passt. Ich glaube, unser Kreditlimit ist im Moment 750.000. Okay, macht nichts. Haben wir das jetzt aufgenommen? Ja. Oder haben... Warte mal, wir haben aktuell einen Kredit von 750.000. Warum denn? Weil wir damit gestartet sind, Basti. Was bist du für ein Geschäftsführer? Ich habe doch keine Ahnung davon. Komm. Aber die, jetzt haben wir doch 94.000. Ja, das ist nicht so schlimm. Man muss so ein Spiel entwickeln. Nee, weißt du, was wir machen? Auftragsarbeit erstmal. Aber das bringt halt nichts. Naja, schon 8.000. Ja, mach einen anderen, muss auf jeden Fall ein Spiel entwickeln. Weil ja, sicher. Und zwar wollen wir direkt einen Nachfolger entwickeln? Für Rugbys? Ja, muss, ne? Guck mal, es hat fast die Million. Und das verkauft sich immer noch. Da sollte man schnell hinterher. Ja, haben sich Leute... Achso, ja, haben sich, weil wir immer nur das Genre da und bla bla bla. Rugbys. So, Rugbys. Das heißt Rugby... Rugbys 3 oder Rugby 3? Resurrection. Rugby Returns. Oh, das ist gut. Rugby Returns. Das finde ich sehr gut. Das klingt richtig... Es ist immer noch für Kinder. Das war alles so, wie es ist? Wir brauchen eine Engine. Außer Denkspiel, ne? Ja. Und, ist ja ein Denkspiel, ja. Wir gucken, gibt es einen neuen Kopierschutz? Egal, geh erstmal weiter. Dann gucken wir mal. Plattform, Bams, Plattform, Bams, Plattform, Bams. So, gibt es noch einen neuen? Nee, okay, das ist der aktuellste. Der gibt uns immerhin 44%, also jedes zweite, weil das ist aber alles gut, das bleibt so. Das bleibt auch alles so. Das hat alles gut funktioniert. Ja. So. Da müssen wir jetzt, haben wir ganz schön investiert. Ja, aber die Spiele werfen alle noch Geld ab. Das stimmt. Im Moment geht's gerade noch, ne? Mein Rugby ist gleich raus. Ja, doch, das, da guck mal hier. Also, ich sag das ja. War alles gut, das war gut gemacht. Basti, wir haben wieder mal... Man muss noch ein bisschen, wir müssen weitermachen. Neue Sachen, wir brauchen das Land. Wie, was macht, hier unten die entwickeln, ich dachte hier oben war das. Dann warte mal, wie sieht's denn hier aus? Auftragarbeit war halt... Weg. Ja, weil wir so weggeatmet haben. Ist die Frage, Update schon mal irgendwie für irgendwas? 6.000? Ja, Rockbuy könnte man theoretisch... Dann machen wir das mal direkt. Hatte aber schon eins eigentlich. Ja, aber... Ja, was soll's. So, also, guck mal, dann können wir den Sound noch mal ein bisschen fixen. Sound ist immer gut. Was gibt's denn noch? Bug drin lassen, einfach aus Spaß? Ja, das ist dann der eine berüchtigte... So, komm, 2.000, zack. Das ist aus okay. Damit. Okay, so, das dauert hier ewig. Wir müssen halt immer wieder mal einen Blick auf das Personal werfen, ob sich mal einer bewirbt. Ja, das dauert immer. Manchmal hat man wirklich Glück, man hat so einen 80er da drin. Und dann, Oh, das ist so gut.
So, 100 Rugby ist jetzt raus, aber wie gesagt, 160.000, das war jetzt nicht so überraschend. So, das sieht nicht ganz so gut aus. Wir bleiben aber bei den Freunden dabei. Ich mach mal hier, da kommt 73, das ist in Ordnung. Ist nicht ganz so gut. Oh, es gibt ein neues Feature. Wir lassen uns aber noch gleich wieder ein neues Spiel entwickeln. Okay, aber eine neue Entwicklung. Ja, klar. Wir können theoretisch, nee, Rollenspiel dauert noch. Wir entwickeln jetzt nochmal schön in den letzten Wochen nochmal ein schönes Denkspiel. Nochmal ein schönes Denkspiel. Ja. Okay. Aber nicht mehr Rugby. Ich kann auch keine Rugby-Dinger. Zombies mit, kann ich auch nicht mehr sehen. Aber ne? Warte mal, an was arbeiten die denn gerade? Warte mal, wir warten nochmal ganz kurz, ja, okay, durch, weil Agenten. Kann dann mach Auftragsarbeit für die. Agenten kommt bald. Dann gibt's die Auftragsarbeit. Was haben wir hier? Guck mal, 17.000, ey, das ist doch super. Die anderen kannst du mit dem anderen Job voll machen. Ach ja, die sind ja auch schon fertig. Oh, das würde aber organisatorisch, aber es sind 5 Wochen, ne? Das ist ein bisschen heikel. Ja, das geht locker. Ja. Obwohl, ja doch, das in dem Ding funktioniert das. So, also, weil richtig, immer gucken, obwohl Rugby hat vom Hype ein bisschen was abgekriegt. Mhm. Das ist ja top, hervorragend. So, jetzt ist Agent nämlich auch gleich durch. Sehr gut. Ach toll. Und dann können wir nämlich mal ein schönes Agentenspiel entwickeln. Ja, ach toll. Agenten, oh, und dann Agenten und... Jetzt wird's spannend. Steine. Agenten und Steine. Oder Agenten und Rugby ist immer noch im Trend. Wir könnten es ausnutzen. Ja, aber ich glaube... Nee, wir machen das in Steine machen. Rugby. Wir machen mal Steine ist, glaube ich, eh das nächste Trending-Thema. So, und es ist halt leider nochmal ein Denkspiel. Da werden wieder einige meckern. Ich kenne das. Halt, wir haben noch keinen Namen. Richtig, aber Erwachsene würde ich mal nennen. Obwohl Agenten und Steine klingt für mich auch eher nach einem Kinderspiel. Ne? Teenager. Also Agenten und Steine. Agent Stone könnte man sagen. Oh, Agent Stone ist sehr gut. Man könnte auch Agent Max Stone oder Operation Max Stone. Obwohl... Max Stone, ja, nee, Agent Max Stone ist gut. Da könnte man auch ein schönes Franchise draus machen. Ja. Wir könnten übrigens auch mal eine Lizenz kaufen. Ja. Für den Film Rain of Water. Oder Wheels of Fool. Das ist, hat eine riesen Beliebtheit. Ja, los, komm. Gibt auch nur ein Spiel davon. Ja, 92.000 Wächter. Das hauen wir da einfach mal drauf. So. Dann nehmen wir die, aber wir möchten nicht den Lizenznamen ersetzen. Das soll nämlich schon so heißen. Es hat aber wie, du kannst doch Agent Max Stone, Wheels of Fool. Geht doch. Aber Bindestrich. War es Off Fool? On Fool. Das steht hier unten noch. Ah ja, dann glaube ich dir. So. Gibt es irgendwas Neues am Markt, wo wir ein bisschen mal gucken könnten? Nee, noch nicht. Wir sind ja auch noch 1980. Ja, doch, das Intel Visual ist gerade erschienen. Hat aber erst 5%, aber es hat erst ein Spiel. Und Marktanteil dann schon von 5% ist gar nicht, obwohl, das hängt davon ab. Das ist Intel Vision im Original, ne? Intel Vision, ja. Oder ist es das Interton? Nee, Intel Vision müsste das sein. Ist ja natürlich Intellivision. Das könnte es auch sein, Intellivision, ja. Warte, ich gucke nach, was... Ich meine, 11.000, das kriegen wir doch rein. 3 Millionen verkaufte Einheiten. Bis 1990 gab es dafür Spiele. Ja, das sind aber 10 Jahre, die da noch vor dem Ding liegen. Wenn wir jetzt das Ding unterstützen... Ja, los, komm, mach. Ich sag's ja nur. Ja. Was hauen wir dafür weg? Also, was unterstützen wir nicht? Also, das beim PC bleiben wir auf jeden Fall. Ich würde hier... Also, Katari müssen wir auch noch machen. Ja, und dann kommt der Opel 2, der kriegt jetzt schon mal so eine erste Breitseite. Ja. So. Da bleiben wir. Da bleiben wir auch. Und weg. So, jetzt ist er hier fertig. Er könnte eigentlich ein Feature erforschen. Ne? Wir müssen ja bei Technik müssen wir bleiben. Bei der Sache bleiben. So, er ist auch fertig. Dann sollten die hier eigentlich schon mal nochmal eine Engine, oder? Nochmal eine neue. Na, wir haben das Feature noch nicht. Richtig, stimmt. Ja, aber man kann es ja quasi schon auf was anderes auslegen. Wir könnten noch für Zombie Party Hangover ein Update rausbringen. Zombie Party. Oh ja, das sieht ganz gut aus. Zombie Party Hangover. Sounds war ein bisschen ein Problem. Bei den Bugs können wir mal rausnehmen. Ja. Gameplay. Und die Gameplays einfach. Und die Gameplays. Perfekt. Sehr schön. 3000, das ist auch gar nicht wild. Weil was ich immer gerne mache, ist, dass wir für jedes Genre eine eigene Engine haben. Das ist super, ja. Deswegen könnte man jetzt, wenn hier ein bisschen Freiraum ist, gerade schon mal noch meine Engine quasi neu entwickeln. Sehr gut, guck mal. Sehr schön, 25, das ist sehr gut. Da haben wir das noch, wir sind schon wieder fast bei der Million. Weil dann könnte man jetzt schon mal sagen, wohl eigentlich ist jetzt schlau zu warten. Was als nächstes kommt, ne? Weil hier ist auch schon fertig. Oh, Agent Max Stone. Das könnte ein Hit werden, habe ich so ein Gefühl. Das könnte ein Hit werden. Also rein vom
Ja, oder auch nicht, aber wir gucken mal. 10. Spiel, 4. Plattform, hervorragendst. Ah, liegt auch wieder in den 70ern, würde ich behaupten. Ja, ja. Aber eher in den unteren. Aber das ist wie bei so... Oh, Steuerung, ne? Steuerung böse. Das ist schade, weil alles andere ist schon ziemlich gut eigentlich. Ah ja, gut. Da könnten wir direkt aber ein Update machen. Ja, unbedingt. Für so und dann... Mach alles, komm. Alles? Na gut, ja. Wir wollen hier volle Nummer. Gleich auch zeigen, dass... Und das hier Auftragsarbeit bei den anderen oder noch ein Update für... Es gibt aber keine Auftragsarbeit mehr. Auftragsspiele hasse ich, weil ich immer... Nee, ja, Auftragsspiele finde ich auch nicht gut. Weil man immer gute Spiele machen will und dann werden die immer viel zu teuer und dann decken die überhaupt nicht die Kosten. Wollen wir einfach mit den beiden noch ein neues Spiel entwickeln? Meiner. Lass uns mal ganz kurz gucken, was wir... Hier könnten wir... Naja, auch mal... Das sollten wir machen. Jetzt schon? Warum nicht? Ja, ist eigentlich doof. Wäre schön, wenn wir jetzt an den Engines spinnen. Ja, hast du recht. Da können wir jetzt hier aber eigentlich die Engine programmieren. Also wir können erstmal die alte updaten, die wir haben. Das wäre super. Die denkt doch Plus. Ja, das finde ich gut. Das ist ein guter Name. Okay, so, dann gibt es jetzt hier Sprite-Technik dabei. Preis würde ich kaum auf 2000 gehen, oder? Oh ja, ich hätte jetzt 1500 gesagt, aber 2000 ist schon für eine gute Engine guter Preis. Also das ist so... So, hoppla, das wollte ich gar nicht. Mal gucken. Also, Rugby geht immer noch gut. Also, verkaufen sich alle noch ziemlich deftig. Ja, also, das muss man echt sagen. Also, guck mal, hier müssen wir auch gleich mal gucken. Ob wir hier noch auf unsere Summe kommen. Nach weitere Kühlschränke werden verlangt. Was würdest du da sagen? Entlassen wir alle, ne? Na, wenn es schon einen geben würde, würde ich erstmal sagen, reicht euch der erste nicht. Und dann würde ich nachgucken, wie groß der ist. Aber wir kaufen jetzt einen. Ja, habe ich schon richtig verstanden. Ja. Die ist wirklich Game Design, ist hier wichtig. Jetzt ist die Frage: Aufenthaltsraum. Was für einen? Billigen oder einen? Das soll schon guter sein. Soll schon guter sein. Wir wollen ja die Sterne erhöhen, damit die Leute. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Muss man ganz klar so sagen. Damit die besser arbeiten. So, hier, komm, machen wir. Ist aber gar nicht. Ach doch, ja. Da. So, dann gibt's das hier, dann gibt's das da, sind alle beschäftigt. Hier wird gerade das Rollenspiel entwickelt. Wir sollten zu Rombie Sports Rugby. Zu Rombie? Zu Zombie Sports Rugby noch einen Nachfolger entwickeln. Oder ein Update. Ich weiß noch nicht genau. Ich meine, wir haben ja noch hier Zeit. Dann dann machen wir das. Zu Zombie Sport Rugby? Haben wir da nicht schon? Sports. Rugby, haben wir schon, ja, ja. Gehen wir nochmal raus, bitte. Ja. Rugby Sports. Nee, Zombie Sports Rugby. Das ist überhaupt nicht komisch, dass wir uns hier mit unserem Namen. Verstehe ich nicht. Nachfolger für Zombie. Wir uns schon nicht aus. Auskommen. Ja, für Zombie Sports. Rugby Returns. Ja. Den haben wir schon. Das war der Nachfolger zu Zombie Sports Rugby. Nee, Zombie Quest. Wie wär's denn mit dem. Stimmt, da hatten wir auch gar keinen Nachfolger. Ja, das ist der Nachfolger schon. Das ist der Returns. Und das andere war... Ja, also es wird schon. Zombie Returns Again. Ja. So, damit wir hier... Ich würde jetzt auch mal auf Teenager gehen. Einfach mal, dass wir da ein bisschen rauskommen. Dann machen wir hier wieder Denkspiel. Könnten mal hier... Obwohl ein Spiel über Zombie Sports heißt, ohne Zombies ist wahrscheinlich schwierig, ne? Ja. Ja, dann bleiben wir doch dabei. Lizenzen? Nee. Ja, nee. Weiter. Plattform. Bams. Ach komm, gehen wir alle vier jetzt mal mit, wa? Klar. So, gab es einen neuen? Nee, ne? Nee, gab keinen. Wir sind immer noch 1980. Stimmt, noch nicht mal ein Jahr geschafft. Alter, nee. Okay, so. Ach, wir haben noch nicht die Engine geupdatet. Wenn wir noch kurz warten. Ja, mach. Dann können wir da nämlich gleich ein bisschen auftrumpfen. In der Zwischenzeit. Ich gehe mal hier so. Okay, so, ist fertig. gibt keine Zwischenzeit bei dem Spiel. Genres zu mixen, perfekt, Untergenre, da können wir jetzt nämlich gleich toll, so, pass auf, da müssen wir erstmal nochmal kurz gucken. Genre forschen. Brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall, so, das ist alles durch. So, warte mal, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt erstmal das Spiel entwickeln. Ne, erstmal, die Engine ist geupdatet, nicht wahr? Ja. Wir wollten jetzt ja einen Nachfolger entwickeln. Ja. Zu? Den Denkspiel. Dem hier. Oder zu Zombie Party Hangover? Das ist aber nicht so gut abgekommen, das gibt mehr Hype. Ja, okay, dann den Hype, klar. So, wir müssen den Hype abgreifen. Was Teenager, richtig. Teenager, Rugby, da bleiben wir. Denkspiel, bleiben wir. So, Untergang. Oh, Geschicklichkeit, oder? Jo, alles andere ergibt ja gerade keinen richtigen Sinn. So, dann bleiben wir auch beim Denkspiel. Zack. Und alles. Bams. Nein. Was machst du, was? Effekte. Hui. So, da bleibt alles. Oh, das ist toll. Da bleibt alles. Jetzt Sprite-Technik, wird das Spiel natürlich teurer.
Ja. Aber das ist ein gutes Ding. Und dann würde ich hier direkt sagen, achso, warte mal, wir können mal kurz, wie sieht's aus, ein Update irgendwo? Nee, gerade, da würde sich, weiß nicht, ob sich das noch überhaupt noch lohnt. Nee, ich glaube nicht. Ich würde hier nämlich direkt auch eine neue Engine noch entwickeln. Mhm. Und die würde ich jetzt schon mal optimieren für, ich habe das Gefühl, Arcade, ja? Ja. So. Die Arcade Master 2000. Ja, das, aber mit K. Ja, ja, klar. Arcade Master 2000. 1980 schon ein Spiel, das klar. 2000. Wollen wir nicht 990 oder sowas? Arcade Master 90, 1990? Ne, eigentlich 2000 ist schon geil. 2000 ist gut. So, Features. Soll natürlich alles haben. Hier würde ich auch auf 2000 gehen, wa? 20% ja. Bleiben wir. So. Und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende. Ja, ich würde sagen, wir veröffentlichen. Wir warten, bis das Spiel fertig ist und veröffentlichen aber erst in der nächsten Aufnahme. Bah, das war's. In der nächsten Folge. Ja, findest du blöd? Aber, nö, blöd nicht. Warte mal, ich will ganz kurz noch eine Amtshandlung. Wir sollten mal den zurückzahlen. Aber alles? Ja, weil dann sind wir nämlich. Raus aus den Schulden, ist man dieser Dauer. Raus aus den Schulden. Das ist schneller gegangen, als ich dachte. Ich dachte, wir reißen uns hier ganz schnell in die Kacke. Das dauert hier ewig, ne? Ja, aber ist doch gut. Wir sind 1980. Ja, aber wir wollen ja, guck mal, Game Design, guck, scheiß drauf, hier 27, ich stell dich ein. So, dass wir hier mal ein bisschen hinterherkommen. Entschuldigung, dass ich diese Personalentscheidung jetzt einfach so. Es ist gut, mach ruhig. Aber das muss ja vorangehen, sonst sitzen wir ja noch in 1000 Jahren hier. So, okay, ja, also wir warten noch, bis das Spiel durch ist. Ja. Aber guck mal, das läuft wirklich gut. Man könnte ja auch mal mehr Mülleimer sollten wir aufstellen, meine Fresse. Ja, ja. Wer ist das eigentlich, der die ganze Zeit kommt und sagt, macht mal dies, nee, das macht ist, mal das? Die haben wir bestimmt schon irgendwie ein. Keine Ahnung, wie nennt man sowas denn? Mitarbeiter? Achso, so eine Ding. Betriebsrat? Ja, der sagt, Mülleimer. Wären toll. Weil sonst müssen wir unseren Müll aufessen. Nee, ich wollte nämlich gerade mal gucken, das können wir kurz nochmal machen, weil, wenn wir mal hier auf den Umsatz gucken, die Nachfolger sind tatsächlich die, also Zombie Sports ist tatsächlich unser erster Millionenseller. Ja. Und auch unsere erste Serie, die tatsächlich offensichtlich lebt. Ja. Und wir haben kein Spiel mit Verlust gemacht. Zeig mir einen Entwickler. Ja. Basti, einen. So, guck mal, jetzt machen wir ein bisschen. Da gibt es schon die nächste. So. Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus jetzt. Ja. Was ist okay, ich sag, wir veröffentlichen in der Folge noch, aber die Verkaufszahlen seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Oder wir brechen hier ab. Nein, das macht man nicht. Nee. Auf Wiedersehen. Oder doch? Nein, wir machen es nicht. Wir können ja nicht. So, ich will mal gucken, ob das gut ist. Ein gutes Spiel mit Schwächen zum Hit reicht es leider. Verdammt, wir kacken immer noch nicht auf die 80%-Hürde. Kommen wir aber ran. Oh, Leute, ob das wirklich so gut ist, erfahrt ihr gleich. Tschö.